Und somit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part bei Guild Wars 2. Ich hoffe, du freust dich heute auf diesen Part. Wir sind auf einer neuen Karte, wie du sehen kannst, denn wir sind im letzten Part, nachdem wir mit Königin Jenna auf jeden Fall so ein bisschen was gemacht haben. Wir waren im Kronpavillon, sage ich schon, in der Thronkammer, Königskammer, sage ich jetzt einfach mal dazu, und haben da ja ein bisschen die Minister unter Beobachtung genommen und geguckt, was die so treiben wegen Caudecus und sind dann jetzt auf den Doriksee gekommen. Der Doriksee liegt direkt neben Götterfels und ist eine Karte, wie gesagt, aus Lebendige Welt Staffel 3. Wir haben insgesamt 6 Herzen, 16 Sehenswürdigkeiten, 9 Panoramen, 3 Wegmarken und bekommen zu den ganzen anderen Belohnungen entfesselte Magie, wo wir uns coole Sachen von kaufen können. Genau, Panorama 1 haben wir schon gesehen. Wir haben hier unten jetzt noch eine Sehenswürdigkeit, die würde ich gerade einmal mitholen, wenn wir jetzt eh schon hier lang fliegen. Wir haben hier Jadefragmente, die wir abbauen dürfen. Die, wir können es ja einmal kurz machen. Ihr seht hier, was es bedeutet, sich gegen den weißen Mantel zu stellen. Spitzhacke brauchen wir. Aufgeladen. Eine gebührende Bewegung. Die uns ein Jadescherbe geben und natürlich entfesselte Magie. So, wo müssen wir hin? Wir haben hier hinten einmal die grüne Sternchenanzeige, dass wir zu Logan müssen. Sprecht mit Logan in seinem Kommandozelt an dem Dorik. Oh, Anlagestelle. Willkommen. Hallo! Willkommen am Doriksee, Kommandeur. Oder was davon übrig ist. Es wird schon Jahre dauern, die Schleusen wieder in Ordnung zu bringen. Aber darum können wir uns später sorgen. Im Moment konzentrieren wir uns, die Belagerung abzuwehren und so viele Leben wie möglich zu retten. Und wenn wir damit fertig sind, zermalmen wir Caudecus zu einem feinen Brei. Ich glaube, wir wurden einander noch nicht vorgestellt. Offenbar hassen die Char Caudecus genauso sehr wie wir. Das ist sehr gut. Das ist Legionär Nylia Stahltatze. Sie hat ihre Truppen zu unserer Unterstützung zur Verfügung gestellt. Wir dürfen nicht zulassen, dass der weiße Mantel alles zunichte macht, was unsere Völker gemeinsam aufgebaut haben. Das hier ist also auch unser Kampf. Aber zurück zum ursprünglichen Thema. Es gibt einige wichtige Bereiche rund um den Doriksee, die wir auskundschaften müssen. Okay. Unter uns befinden sich Spione. Aber euch vertraue ich voll und ganz. Also fällt euch diese Aufgabe zu. Verlasst euch auf mich. Laut Berichten der Seraphen kam es überall am Doriksee zu Übergriffen. Aber im Moment sind unsere Informationen bestenfalls lückenhaft. Kommt, werfen wir einen Blick auf die Karte und ich sage euch, was wir bis jetzt wissen. Seht euch die Karte auf der Kommandeurstisch an. Okay, hier, die Karte sollen wir uns anziehen. Wir haben Berichte über Überlebende im Wald nördlich von hier. Ach, bei Seidas Hafen im Osten. Ja. Und bei Neulehmwald im Südosten erhalten. Mhm. Okay, 3 Orte, die wir abklappern müssen. Wir haben Truppen beim Seeuferbasar, die unsere Nachschubwege sichern. Aber ich möchte, dass ihr einmal auf den Routen nach dem Rechten sogar seht. Okay. Wir können nicht zulassen, dass diese Region weiter verwüstet wird. Wenn euch noch etwas Interessantes auffällt, erwähnt es bitte auch in eurem Bericht. 7 Orte, okay. Bevor ihr mit der Erkundung anfangt, südlich von hier wartet ein Agent der Glänzenden. Sein Name ist Calden. Ja. Er sagt, er hätte etwas, das uns hilft, den Krieg zu gewinnen. Hm. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir Calden. Was ist denn das Herzchen, was wir aktuell müssen? Trainiert und diszipliniert des Seraphensoldaten und liefert Rationen bei ihnen ab. Erhaltet Informationen von Speeren, löscht Feuer und sichert Rationen aus den gestrandeten Schiffen entlang des Piers. Okay, also das müssen wir dann auch machen. Ich würde sagen, wir quatschen jetzt erstmal mit ihm. Und dann können wir uns hier einmal durchwuseln und sie ein bisschen trainieren. Hier ist ein... Oh ne, das ist ein Lagerfeuer. Ich dachte gerade schon, hier wäre jetzt ein richtiges Feuer. Okay. Ah, Kommandeur. Hauptmann Thackeray meinte bereits, dass er euch zu mir geschickt hat. Ich bin Vorstreiter Calden. Wie ihr wisst, kämpft die glänzende Klinge schon sehr lange gegen die Mursaat. Und beobachtet sie auch. Nun haben wir einen Durchbruch erzielt, der uns helfen könnte, die Oberhand über den weißen Mantel zu gewinnen. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Fahrt fort.
Da ihr es nicht zum ersten Mal mit Jade-Konstrukten zu tun habt, nehme ich an, dass ihr mit spektraler Qual vertraut seid. Yep. Ja, ich hatte schon das Vergnügen, meine Innereien von dieser Magie in Stücke gerissen zu bekommen. Die Fähigkeit der Mursat, zwischen unserer Welt und den Nebeln zu wechseln, ermöglicht ihnen den Zugriff auf Magie, die von der Welt der Sterblichen aus unerreichbar ist. Spektrale Qual ist die Vollendung dieser Fähigkeit. Und wir glauben, dass wir einen Weg gefunden haben, eine Form davon für uns nutzbar zu machen. Mhm. Ihr habt die Kräfte der Mursat nachgebildet? Ja, nun, in gewisser Weise. Mit einigen Einschränkungen. Im Gegensatz zu den Mursat und ihren Konstrukten könnt ihr nicht nach Belieben zwischen unserer Welt und den Nebeln hin und her springen. Schade, aber das wäre cool gewesen. Aber wenn man dem Tod nahe ist, hat man die Nebel schon fast erreicht. Mit einem Bein in den Nebeln stehen, wie man so sagt. Mhm. Mit Hilfe der Überreste von Jade-Konstrukten habe ich ein Siegel hergestellt, mit dem ihr spektrale Qual wirken könnt, wenn ihr dem Tod nahe seid. Ich versuche eigentlich, diese Fast-Tod-Momente zu vermeiden, aber das klingt wirklich interessant. Aber ich muss euch warnen. Je länger ihr diese Kraft verwendet, desto mehr werdet ihr in die nächste Welt gezogen werden. Setzt sie also mit Bedacht ein. Wenn ihr euch mit dem Siegel vertraut gemacht habt, kommt zu mir. Dann demonstriere ich euch das Ganze einmal. Mhm. Okay. Sammelt Informationen über verschiedene Orte. Okay, das hat scheint was mit End of Dragons, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Weil mit Jade, das hört man eigentlich auf End of Dragons das erste Mal. Was müssen wir überhaupt machen? Informationen sammeln verschiedene Orte am Doriksee. Haltet bei den Erntekaskaden Ausschau nach Flüchtlingen. Verschafft euch einen Überblick über die Situation in Saitras Hafen. Okay, das sind die Punkte, die Logan uns vorhin gesagt hat. Okay, das ist hier das hier und hier oben das. Okay, ich würde sagen, wie können wir hier üben? Wie geht das? Den Rationen dürfen wir oben abgeben. Okay, das klingt ja jetzt nicht so schlimm. Nicht so kompliziert. Aufgeladen. Erst Verteidigung, dann Angriff. Okay, das haben wir. Nächste Ration. Da sind noch ein paar Feuer. Da sind wieder ein paar Feuer. Hier vorne ums Eck, wo es brennt am Eingang, haben wir eine Wasserquelle. Da dürfen wir das Feuer mit löschen. Und ich glaube, jetzt sollten wir unser Herz haben. Okay, unser Herzchen haben wir. Ah doch, es ist ein unendliches Herzchen. Okay, also wir dürfen das immer, immer wieder machen, das Herzchen. Wir gehen einmal zurück zum Herzchen und dann gucken wir mal, was wir kaufen können. Aufgeladen. Sowas haben wir mit. Ja, das Ding, ja, das nehmen wir mit. Was ist das? Ein Amulett. Und ein Schild. Und ein Mini-Gesandter Logan. Okay, ein Mini-Logan. So, wo haben wir das erste Feld? Ich würde sagen, wir gehen als erstes hier hin. Okay, wertvoller Korb. Aber ich glaube, so ein kleines Fischer, das ist... Ich hoffe, die Familien werden sich hiervon erholen können. Ja. Pflanzt Blumen, dekoriert, löscht Feuer, sammelt Fisch und besiegt Angehörige. Okay, Feuer zu löschen. Ja, jetzt genau, wo ich den holen will. Ich bringe euch um! So, wo ist jetzt mein Wassereimer? Er ist natürlich weg. Das war mir so klar. Aber da hinten ist noch ein Fass. Ich hätte gern den Eimer. Ah, nee, das war ein Fass. Ah, das war nicht so ein Teil. Okay, da habe ich mich versehen. Okay. Und haben wir noch ein Blümchen. Das sind lauter Blumen. Okay. So, holen wir uns noch ein paar Blümchen. Da ist ein Huhn.
Diesmal treten wir keine Hühner mehr. Da ist ein Fass. Hier ist noch ein Blumenbeet. Okay. Fast fertig. Da ist aber noch eine Blume. Okay. Letzte Blume und wir haben unser Herzchen fertig, würde ich jetzt mal so spontan vermuten. Wo hatten wir hier Blumenbeete? Hier. So. Haben wir geschafft. Mega cool. Müssen wir hier drinnen was machen. Bringt den hungernden Seraphensoldaten frisches Essen. Besiegt Angehörige des Weißen Mandels. Beruhigt aufgebrachte beruhigen. Haben wir hier noch jemanden? Macht gibt mir recht. Dann habe ich mich wohl getäuscht. Okay. Geht doch gut. Unser Herzchen füllt sich. Okay, da haben wir auf jeden Fall unser Sternchen. Da gehen wir jetzt schon mal hin. Ah, der Kommandeur. Na, wollt ihr meinen Tag noch komplizierter machen, als er ohnehin schon ist? Logan hat mich gebeten, einen Blick auf die Operation der Seraphen hier zu haben. Was ist los? Es gab vorhin etwas Tumult. Ach das. Das war nichts. Nur etwas aufgestaute Frustration, die ich loswerden musste. Ist aber alles wieder in Ordnung. Okay. Ich bin der zivile Gesandte für die Nachschubroutenoperation der Seraphen hier. Mit ihnen Schritt zu halten, ist eine Herausforderung. Aber jemand muss der Krone ja all die Ressourcen in Rechnung stellen, wenn der Krieg erst einmal vorbei ist. Ich sorge dafür, dass über jedes Ausrüstungsteil Buch geführt wird. Sehr patriotisch von euch. Aber wie es scheint, läuft hier alles problemlos. Wenn es hart auf hart kommt, funktionieren die Seraphen wie eine gut geschmähte Maschine. Sie haben keine Zeit verschwendet, seit der Angriff begonnen hat. Mhm. Der Bazar ist vermutlich der sicherste Ort am Doriksee. Ich bezweifle, dass der Weiße Mantel in der Lage sein wird, ihn einzunehmen. Das heißt aber nicht, dass es nichts zu tun gäbe, falls ihr etwas helfen wollt. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, habe auch ich nur zwei Hände. Es? Vielleicht später. Ich habe Befehl von Thackeray, die Gegend um den Doriksee auszukundschaften, bevor wir unser weiteres Vorgehen planen können. Nun, ihr könnt dem Hauptmann sagen, dass seine Nachschubrouten gesichert sind. Passt gut auf euch auf da draußen, Kommandeur. Dankeschön, Dankeschön. Okay, also mit ihm haben wir auch gesprochen. Heißt, zwei von vier haben wir schon. Ah, hier haben sie sich wieder am Zoffen. Oh, das war falsch so gesetzt. Mache ich das. Dann habe ich mich wohl getäuscht. Noch hier irgendjemand? Dwayne segne euch. Okay, Herzchen fertig. 3 von 6 Herzchen. Wir sind gut bei, muss man sagen. Echt? Da ist unser Panorama. Da ist es. Aufgeladen. Das ist ein sehr schöner Ort, muss man echt mal sagen. Das ist ein toller Ort. Den ganzen Felsen mit dem Grünzeug. Sehr schön. Okay, 2 von 9 Panoramen haben wir schon. Wir haben schon 32% der Karte. Hier haben wir einen Punkt. Ich meine, der ist irgendwo in so einer Höhle. Den können wir aber dann... ich denke, im nächsten Part machen wir dann auf jeden Fall Kartenerkundung. Ich werde das im heutigen Verlauf des Tages nochmal... Oh, da unten geht's voll ab. Dass ich die Karte auf einem Tag kriege, weil... Sonst muss ich die ganzen Herzen nochmal räumen. Und das wäre blöd. 3 von 9 Panoramschirms. Nice. So, dann gehen wir zu Seitans Hafen. Jetzt ist er einfach weggeportet. Das gibt's ja nicht. Zählt er wenigstens? Ja, er zählt wenigstens. Okay. Ah, Falle des Weißen Mantels. Okay. Was mir hier nur immer auffällt, ich weiß, ob da mein Gehirn sich ein bisschen aufdrübt, die Herzchen gehen sehr, sehr langsam hoch, finde ich. Wenn ich überlege, hier ist es. Zack, das hat jetzt nicht groß was gegeben, habe ich den Eindruck. Wir gucken nochmal. Mini-Schritte, habt ihr das gesehen? Mini-Schritte. Wahnsinn. So, unser Herzchen haben wir jetzt auch endlich. Ich bin jetzt kurz unterbrochen worden von der Post. So. Genau, da ist
Ein Herz? Glaube ich auch. Da kann man sich verkleiden. Genau, hier. Da ist das Herz. Genau, da, wo das die Sehenswürdigkeit ist. Okay, heißt, jetzt machen wir mit der Kartenerkundung zusammen. Und in die Richtung ist noch ein Panorama. Genau dahin, wo wir hin müssen. Heißt, wir nehmen das doch mit, wenn wir jetzt hier langkommen. Hallo? Achso. Man sollte natürlich auch beim Panorama stehen. Nicht eine halbe Ewigkeit entfernt. Okay, ui, das sieht so schön aus. So, 5 von 9 Panoramis. Okay. Und gucken mal, was geschichtlich dann noch so auf uns zukommt. Genau, hier ist dieser Ort, wo man Leder farmen kann. Da rennt man dann mit so einem Einsatztrupp rum. Das ist total cool. Am besten mit einer Fernkampfwaffe, dass man so viele Zentauren anschießen kann, wie man möchte. Und man hat hier dann auch so noch so ein paar Drohnen versteckt. Zwischendurch kommen ein paar Champions, also richtig cool gemacht. Das holen wir doch auch schon. Aufgeladen. Mega cool. Okay. Da ist eine Tierfalle. Yo, Tiny. Macht euch bereit für den größten aller Drachenkämpfe. Ein Kampf auf Leben und Tod zwischen dampfiger Flügelfaust und eisigem Kiefer. Das heißt, Jorma gegen Primordus. Darf ich annehmen? Das Experiment war ein Erfolg. Okay. Und ich lasse das Herz von Omas Maschine nach Ratanovus bringen. Damit sollte ich in der Lage sein, die ewige Alchemie zu sehen und die Energien der Drachen so zu verändern, dass sie gegeneinander kämpfen. Spencers Forschung zahlt sich noch immer aus. Ich habe die Mitglieder dieser Gilde nicht immer gut führen können, also sage ich nur so viel als Warnung. Scarlet. Also A, ich bin keine Drachendienerin. Und B, die Leben, die wir retten, sind das Risiko wert. Ich glaube, ihr werdet mir dazu stimmen. Das tue ich, aber seid vorsichtig. Was kann schon... Irgendwie glaube ich, dass ich das nicht sagen sollte. Ich wette, es kann eine Menge schiefgehen. Wiedersehen! Die Timey, da kann eine Menge schiefgehen. Wiedersehen! Macht sich aus dem Staub. Aber unser Herzchen füllt sich langsam wieder. Ey, was hat denn die für ein Hauer drauf, ey? Ja, toll. Ah, weil da hinten auch noch jemand steht. Okay. Okay, hier haben wir auch das... Herzchen. Heißt, wir gucken uns einfach mal, ob wir die Spinnies mit kaputt machen dürfen. Und wenn die dazu zählen... Oh ja, sie zählen! Ja, mega cool. Mir recht. Wir säubern den Wald. Das war ja unsere Aufgabe. Die sind leider nicht so schnell machbar, die Herzchen. Also die geben wirklich minimal Fortschritt. Oder manchmal gar nichts, wie man jetzt gesehen hat. Ich hoffe jetzt, dass die uns das Herzchen erfüllt. Los, komm, bitte. Ja, 5 von 6 Herzchen. Mega cool. So, wo wäre denn unser letztes Herzchen? Hier wäre unser letztes Herzchen. Okay. Ich meine, man muss sich da verkleiden. Dann kann man hier rein, wo wir eben schon versucht haben, den Punkt zu holen. Kann Papiere holen. Das werden wir gleich mal versuchen, im Anschluss zu machen. Wir haben sprecht mit Logan. Okay, wir machen aber jetzt als allererstes unser Herzchen, was wir hier haben. Genau, hier haben wir jemanden. Die müssen wir ansprechen. Und kann ich helfen? Genau, und jetzt sind wir verkleidet. Schaut. Und jetzt haben wir so eine coole Rüstung an. Und sind verkleidet wie der weiße Mantel. Die Pläne und so weiter holen können. Wir testen das jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass wir das machen können. Weil dann hätten wir auch das letzte Herzchen fertig. Genau, wir müssen von uns, also vor denen in Acht nehmen. Gerade wenn wir hier drinne sind und hier gefangene Soldaten befreien wollen. Weil das Ding kann uns entlarven. Wir müssen hier so Dinge holen, gucken. Und dann das Herz ist eigentlich echt cool, muss ich sagen. Das macht Spaß. Vor allem, es geht auch echt eigentlich flottikaudi. Also das Herz, das ist echt cool gemacht. Anders als die anderen. Da haben wir so ein Amboss. Nahrungslager. Schmied vom weißen Mantel. Hi, Dude. Ich mache nichts. Ich stehe hier nur. Ich kontrolliere, was der Gefangene macht. Ob es dem gut geht.
dreh dich um. Kusch. Kusch, geh. Kusch, kusch, geh. Draußen ist mehr los als bei mir. Und dann holen wir die schnell. Okay, unser Herzchen füllt sich langsam. Ganz langsam. Huh, okay. Und der andere? Auch. Okay, schnell raus. Oh mein Gott, Hilfe. Okay, den Bereich haben wir. Ah nee, wir hätten nach oben gemusst. Okay, da sind nämlich noch ein paar Schaltpläne. Okay, also wir müssen doch nochmal rein. Geh doch mal runter. Los. Tschüss. Button. Schnell. Tschüss. Okay. Die stehen jetzt hier die ganze Zeit rum, oder was? Das ist aber blöd. Es ist schon cool, muss man schon sagen. Das ist schon cool. Haben wir hier irgendwo noch Schlachtpläne? Ich brauche nicht mehr viel für mein Herz. Okay. Die Nahrung habe ich gerade vergiftet bekommen, weil ich mich schön verstecken konnte. Und das können wir doch eigentlich auch vergiften, oder? Schnell vergiften. Jetzt, wo keiner da ist. Und hier können wir auch was vergiften. Aber ich meine, von rechts kommt jemand. Ja, da ist einer. Oh mein Gott. Ei, ist das aufregend. Schnell vergiften. Unser Herz ist fertig. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Das Herz ist fertig. Okay, jetzt müssen wir nur unentdeckt wieder rauskommen. Heißt, wir haben alle 6 Herzen in diesem Episode geschafft. Ei, ist das aufregend. Okay. Ja, wir müssen zu Logan. Das machen wir dann aber im nächsten Part, wenn wir die Karte komplett erkundet haben. Ich versuche jetzt hier heil rauszukommen. Hoffe, der Part hat dir soweit gefallen. Wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.